Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank Part 36. Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben. Wir versuchen jetzt einmal kurz den Dame zu treffen. Ne, dann nehmen wir eben den Verwüster. Das geht. Und springen direkt los. Wir ignorieren jetzt einfach mal hier diese Bolts und schwingen uns mal hier durch. So. Das hat ja gut funktioniert. Das sah ein bisschen unprofessionell aus, wenn ich ehrlich bin. Aber es hat funktioniert. So. Haben wir noch irgendwas? Hab mich verwundert halt diese Bahn da unten, ne? Die ist halt schon auffällig. Kommt man da unten rein oder was? Oh, das zeigt in die Richtung. Ne, da ist nichts. Zumindest noch nichts Interessantes für uns. Schon wieder so ein Raum. Was wird denn hier schon wieder getestet? So, gucken wir mal. Oh, der Flammenwerfer. Das war's schon. Das ging ja simpler als gedacht. So. Dann nehmen wir einfach mal ganz entspannt hier schon mal ihn hier. Und bekämpfen das Ganze an der Quelle förmlich. Oh oh. Ah, so. Ihn hier will ich abschießen. Der Rest ist nicht mehr das Schwierigste. Ah, wäre natürlich cool gewesen, wenn wir direkt zwei auf einmal. Okay, ich glaube, wir haben's. Ja, haben wir. Gut. Und dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal die Ecke kaputt. Mit einer gekonnt geworfenen Bombe in die Ecke. So, hier auch nochmal das Ganze. So. Hier auf dem Level ist, glaube ich, mit am meisten Bolts zu holen, was wir bisher hatten. Zumindest macht mir das gerade so den Eindruck. Oh, Flammenwerfer. Boxhandschuh. Alles Mögliche jetzt da. So. Können wir gerade gut gebrauchen hier. Das Leben. Schon fast 26.000 Bolts. So. Ihr könnt auch noch mal was machen. Auch wenn ihr die Gegner nicht seht. So. Gut. So. Die Kiste noch. So. Was haben wir denn hier Feines? Oh, eine Menge Kisten. Die nehme ich natürlich gerne mit. So, hier ist nichts mehr? Doch, hier. Mal sehen, ist das schon das Geheimnis? Ja, das ist das Geheimnis. Gucken wir mal. Entschuldigung, Sir. Ich frage mich, ob Sie besorgt sind wegen der, Sie wissen schon, Invasion. Junge, unser Abwehrsystem ist das teuerste der ganzen Welt. Mach dir deswegen keine Sorgen. Bist du schon mal Hoverboard gefahren? Ja, ein, zweimal. Ich suche nach einem coolen Jungster, einem, der meine neuen Boards präsentiert. Eben jemand, den die Kids bewundern. Dann bin ich Ihr Mann. Wenn du meine Testboards im Rennen schlägst, dann hast du den Job.
Wollen wir am Rennen teilnehmen? Ja, wollen wir. Ich muss nur kurz das Kabel rausziehen. So, wir wollen am Rennen teilnehmen. Oh. So, kurzer Lag. Und machen das hier auch gleich erstmal. Achso, jetzt wissen wir wenigstens, was das ist. Nämlich eine Rakete. Die wir auch direkt zünden. Oh, ich habe gerade schwarz gesehen, dass wir da nicht mal rüberkommen. So. Aber wir sind doch unter Wasser, oder? Sehe ich das falsch? So. Ah, das war natürlich Toilette. Platz 5. Das ist einfach mal so richtig schlecht. Falsche Richtung. Das weiß ich doch nicht. Ah, das ging ja wohl in die Hose. Das wundert mich, dass wir da drüben überhaupt angekommen sind, so lahm wie wir sind. Pennen wir ja fast ein hier. Oh. Oh. Und wir kriegen ihn halt einfach nicht. Ja, aber das ist doch zum Dadurchfahren, oder sehe ich das falsch? Ja, ist so eine Abkürzung. Ach, das ist doch Toilette, Mann. Das hätten wir uns auch schenken können jetzt hier. Wow, geile Rakete. Geiler Einsatz. Wieder verpasst. Oh, wir sind Platz 3. Dass ich das noch erleben darf. So. So. 3 Raketen. 1, 2, 3. Und Toilette. Nochmal. So, jetzt aber hier. Ach, wir müssen uns mehr auf die Raketenfelder, die müssen uns völlig sonst wo vorbeigehen. Wir müssen uns immer auf die Booster konzentrieren. Der Rest kommt von allein. Ah, dieses extrem lahmarschige, das... Und wieder Platz 5. So. Und jetzt hier nehmen wir die Rakete mal mit. Zünden wir. Und jetzt nehmen wir die Abkürzung. Das war Glück. So, Platz 2. Das lässt sich doch schon eher sehen. Und gleich schießt wieder jemand an uns vorbei. Beinahe. Ah, dieses Langsame. Stört ihn nicht mal. Stört ihn nicht. Voll daneben. Immer noch zweiter Platz. Der andere ist weit vor uns. So, komm, den holen wir jetzt ein hier. Das war voll Glück. So, hier, das ist er doch. Oh, da war da oben eine Abkürzung. Ja, das ist eine Abkürzung. Aber die können wir leider nicht mehr nehmen. Runde ist gleich vorbei. Aber diesmal schaffen wir das auch. So.
Komm, fahr mal hier lang. So, Abkürzung brauchen wir aber nicht mehr. Das war Wahnsinn! Und jetzt musst du nur noch ein paar Worte über unsere neuen heißen Boards sagen. Hä? Jetzt? Natürlich! Schau einfach in die Kamera da drüben und sag, was dir so in den Sinn kommt. Und bitte! Hi, ich bin Ratchet bei, Gadgetron Hoverboards. Und wenn ihr, Jo Leute, das absolut fetteste Board der Galaxie ist ohne Frage das XZ88 von Gadgetron. Es geht absolut cool ab. Da hab ich wohl den Falschen erwischt. Das war, nicht schlecht. Hey, ich frag mich grad, krieg ich jetzt eigentlich Rabatt auf Geräte? Man muss erst mal volle 2 Jahre bei der Firma beschäftigt sein, bevor es überhaupt Angestelltenrabatt gibt. Aber das kann ich dir jetzt schon mal geben. Hier! Die Gadgetron Holo-Verkleidung ist das perfekte Infiltrationsgerät für alle unsere Kunden, ausgenommen Roboter. Aktiviere das Gerät und drücke die Kreistaste. Sofort bist du als Wachroboter getarnt, wodurch Wachroboter-Sicherheitssysteme dich nicht entdecken können. Durch erneutes Drücken der Kreistaste kannst du anderen Robotern zuwinken und diese dazu bringen, Kraftfelder für dich zu deaktivieren. Achtung! Sehr cool. Das ist wirklich cool. Die Holo-Verkleidung wollte ich schon immer als Kind haben. Und er winkt. Er winkt. Und das ohne mit der Wimper zu zucken, denn er hat keine. So. Oh, wollte ich gar nicht. Beenden. So. Wir gehen jetzt zurück zum Schiff. Und ich hoffe doch, dass wir hier irgendwo zurückkommen. Ja, hier. Nee. Das ist der gleiche Weg, nur länger zurück. Es muss ja doch noch einen schnellen Ausgang geben. Hier vielleicht? Ja, hier gibt es den. Ich hoffe, der bleibt jetzt auch offen. Aber sieht so aus. Coole Sache. Ich muss das Ding direkt in die Schnellauswahl nehmen. Weil ich das einfach so genial finde. Was benutzen wir denn selten? Ja. Die Minen eigentlich relativ selten, ne? Ach komm, wir nehmen den Schwunghaken weg und packen da die Holo-Verkleidung rein. Beste Teil überhaupt. Es ist so cool. Ich könnte mir das wirklich lange anschauen. So. Gehen wir jetzt mal zurück zum Schiff. Ist das richtig hier? Ja, ist richtig. Guck mal, wird uns sogar geholfen. Jetzt laufen die in die andere Richtung. Ah, cool. Die ändern ihre Richtung. Egal, also von welcher Seite man halt kommt. Je nachdem. Das ist cool gemacht. Geht ein bisschen schneller dann. So. Dann können wir nochmal die Munition auffüllen, wenn wir das noch nicht getan haben. Haben wir auch noch nicht getan. Können wir ruhig mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. So. Wir haben ja ganz gut Geld gemacht hier. So. Eine Schönheit. Ja gut, das muss jetzt nicht unbedingt sein. So. Und dann würde ich sagen, gucken wir noch mal kurz auf die Karte. Ja, wenn ich wüsste, wie wir da hinkommen. Ist mir ein Dorn im Auge. Müssen wir jetzt zurück zur Roboterfabrik? Ruinen von was auch immer City. Gorda City. Wie kommen wir denn da hin jetzt? Wir müssen ja irgendwie darüber fliegen. Aber ich glaube, noch wird das nichts. Es wäre gut, sich hier mal umzuschauen. Vielleicht findest du in den Überresten der Stadt nützliche Ausrüstungsgegenstände. Ja, das wäre auch nützlich. Aber ich würde sagen, wir fahren erstmal zur Roboterfabrik. Genau.
So. Auf geht's. Ja, Leute. Und dann würde ich auch erstmal sagen, machen wir hier einen kleinen Schnitt. Ein bisschen Pause. Und dann sehen wir uns in alter Frische im nächsten Part wieder. So, hier ist es wieder ein bisschen dunkler. Ein bisschen nur. Da werde ich direkt schon mal für folgende Parts die Helligkeit ein bisschen höher stellen. Achso, das sollte genügen. Und würde ich sagen, sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Tracer. Ciao, Leute.